the power of the dark side. Bemerkt, dass ich da gerade am Abknallen war. Was sind die denn gerade? Die sind unter dem Krüppelweg und tun gerade mit dem Tyrannus buffen. Wir haben halt alles, was wir nicht haben. Tyrannus, Golem. Naja, Tyrannus macht ja nicht nur Angriffsplus, sondern auch der Verteidigungsplus. Ja, das sind die ganzen wichtigen Viecher, die wir nicht gezähmt haben. Und die brennen doch schon. Halt nur auf die Base konzentriert. Das Tila. Ja, das Tila ist da. Das wäre noch keiner geschafft. Jetzt das wo? Wo ist der gestorben? Da vorne, da, wo der gebaffte Dino noch steht. Was ist das für ein Vieh? Laufen los. Oder? Ja, sie laufen. Ja, na, die kommen nicht durch. Ende! Jo, nein, du hast alles hingeknallt. Ich hab mal draußen jeweils in zwei Türme, die auf die Hinterseite gehen, wo unsere Picknickstation war, habe ich mal 100 Schuss Munition reingelegt. Ja. Weil da waren nur noch 22 und 25 Schuss. Ja, sieht denn aus mit Metall? Wollen wir da noch ein bisschen was? Ja, okay. Haben wir noch Stein, Tetsch und so weiter da? Dann könnten wir den Weg zubauen, alles rundherum. Ja, Stein ist noch ganz viele Dödel. Wenn du Mauern aus hier bauen kannst. Wo ist denn der Dödel? Vor der Base. Tot. Was ist da? Hinter der Base. Vor der Base. Ah, vor der Base. Beim Ding. Ach nee, okay. Nice. Irgendeiner hat der Parathea perfekt getroffen. Was? Ich sehe Schwachstelle beim Parathea. Hey, die kämpfen gegen noch. Baut alles mit Holz zu. Baut alles mit Holz zu. Das ist stärker und gegen Sprengungen. Alles die kämpfen gegen oder das sind ja. Zwei Tribes. Ja, wer macht Jacker das? Echt? Deswegen kamen da zusätzliche Tiere. Naja, das ist Skiller, Killer und anstandslos. Das war klar, dass die kommen. Ich versuch den Para. Wir müssen uns einfach nur extrem unbeliebt machen. Wow. Müssen uns doch einfach nur extrem unbeliebt machen und wir sind unreadbar, weil die sich einfach gegen... Ich versuche den Fahrer, ping, irgendwie tot. Da kommt ein Kano, nee, Juti. Die Turrets sind leer. Godzilla, ich hab schon gepackt. Schießt grad alle Turrets. Jawoll! Die sind fast alle weg, bis auf einen. Ja, ich bin gespawnt. Ich equip mich noch, sag ich mal, Boot chasen. Ja, wart. Base rauskommen sind... Ja, okay. Krüppelaufgang. Okay, die rennen gerade wieder runter, die rennen wieder runter. Mit der Name, der hat sich so eingeschlichen, Alter, der Krüppelaufgang. Bin ich schon natürlich nicht so toll, aber ist okay, ist okay. Ist halt so, der heißt, ist halt ein Krüppelaufgang. Okay, jetzt kann man sich mal abschießen. Jetzt ist da wieder der Turret Bunker. Aber die kämpfen da unten. Ja, die gehören irgendwie nicht zum gleichen Tribe, scheint, ne? Ja. Ah, da kommt ein... Ente liegt hier tot. Neuzilla, ich hab deinen Kram in den 141er Tresor geschmissen. Alles klar. Haben wir eigentlich die Leichen von denen... Hast du doch die Pilar fertig geplaced? Oder hast du die mitgenommen? Nee, die hab ich... Ich hab alles geschnappt, ne, dass ich da auch noch drauf bin. Ja. Auch noch ist geil, ich hab mich selber in die Luft gejagt. Ja, nee, du weißt aber, wie ich's mein. Ja. Ich hab da immer so ein Glück. Ich loot gerade einen von den Gegnern. Und die haben wieder verbesserte Sachen. Ja. Jedes Mal kommt die Karte spät. Aber ansonsten alles super, wie immer, ne? Das nehme ich auch. Okay, ich bin im Torpol, Nanny. Du hast dich im Tor eingebaut. Oh. Läufst doch da. Kommst du raus? Nee. Sie warten bitte, ich loot hier gerade. Alter, wie weit schießen deren Turrets, bitte? Sehr heftig. Mal sagen, weit. Weiter als unsere. Oh lol, die stehen ja da direkt, Alter. Ja. Polnische Defense nicht weiter bauen.
Einfach lauter Holz-Torres-Spam, Alter. Wenn die eins wegsprengt, steht direkt einer dahinter und baut das nächste. Holz verträgt doch mehr Sprengungen. Ja, deswegen lauter Holzgates bauen. Oder Holzpiller, das geht auch. Warum nicht? Aber Holz, Pillar können halt die Spieler noch durchlaufen. Den beim Krüppelweg, wenn du rechts von unserer Base praktisch schon runter schaust. Ah, ja, doch. Alter, die schießen echt weit. Ja, ja, ich hatte leider keine Brust an. Ja, übel. Boah, du kannst nix. Oh, ne. So, du kannst nichts machen. Ach, ein bisschen snipen und schon bleiben die weg. Wie lange müssen wir noch verteidigen? 12. Nein, es gibt. Quatsch, 37. Halbe Stunde. 32 Minuten. 31 Minuten. Wow, ich muss meine Uhr umstellen. Wie brauchst du Rüstung? Ich hab welche für dich. Baut mal neue Betten, weil es sind alle irgendwie weg. Oben in der Base baut mal neue Betten, bitte. Die scheint weh zu tun. Habt ihr gehört? Baut irgendwer Betten? Ich baue schon. Mach ich schon. Du weißt, dass du im Golem nicht schade dusch. Nur Bazooka. Ich hab's versucht. Oh ey, ich komm gerade gar nicht mehr zum normalen Arc spielen. Ich bin nur noch Raiden am in der Arc. Na. Da kommt jemand mit Raketenwerfer. Tust mir ja so leid, du. Ja, wo Jason? Wo? Jason? Beim Turret-Parasseer, die kommen von Richtung Brücke, sind jetzt bei... Die kommen von Brücke mit... Ah ja. So, Betten stehen. Jawohl, danke. Ich hab zwar noch Cooldown, aber ich hab's halt gesehen, dass keine mit da waren. Ich... Ja, ich hab jetzt nochmal 6 hingeklatscht, das sollte ja jetzt reichen. Ja. Guti. Mit dem Respawn hätte man noch auf 2,50 setzen können. Hin. Ja. Oder 3 Minuten, das reicht auch. Die sind auf der Durchreise, habe ich so das Gefühl. Ja. Ich glaube, die haben gemerkt, dass sie es nicht ranschaffen. Ich glaube, die wollten auch nur unsere Tiere killen. Das hat dumm gemacht. Die haben es versucht, aber haben gecheckt, nein, dass es nicht schaffen. Ich meinte jetzt die aus der schwarzen Brücke reinkommen, Turret schießen. Also und auf der anderen Seite wieder gehen. Leute, wir haben keine Rüstung mehr. Ich habe noch eine Flakrüstung. Wir haben unten in den ganzen Körben, muss so viel Metall liegen. Nicht... Okay, Parasair kommt hoch. Beide Parasair. An der Stellung, wo Polo seine Gatter hingebaut hat. Vor der Base stehen ein paar Steine, bitte mal aufheben. Ich muss. Rockolem kommt auch rückwärts die Base hoch. Oder es doch bitte versuchen. Gefallen. Haben wir noch Spitzhacke, Axt und so weiter in der Base? Müsste, ja. Müssten wir da haben, ja. Weil dann gehe ich schnell das Zeug fahren. Fahrer, kommt hoch! Das Ganze Feuer! Zu sichern. Hab ich schon gemacht. Mit was denn? Frage ist es... Jason, du bist mir genau in den Schuss gelaufen. Skiller Killer uns gerade raided, dass der was Base... Was ist Polen? Ist dein Schuss? Ich spawn. Und jetzt nur ballere Scheiße. Ja, die kommen jetzt gerade wieder rauf. Vorne ebenfalls. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Aber lustig. Ich liebe es, wenn Schwefel in der Luft liegt. Gleich mit 24 Gates und 116 Pillar. Ja, die kommen, sind aber schon bei uns oben auf dem Plateau. Also. Ja, das weiß ich, aber ich kann verhindern, dass sie wegkommen. Auch scheißegal. Für mich. Sprengung! Jetzt haben wir gesprengt.
Was haben sie gemacht? Was die erste Front. Alter. Ich hasse die Scheiße. Wir haben unten irgendwas aufgesprengt. Ich weiß nicht was. Oh, ich glaube, es hat alles verrobbt. Lange ich nicht gerade mein Kilo in die Luft gejagt habe. Das waren unsere Turrets. Ich sehe keinen Schaden. Nein, die Turrets war ich. Du hast unsere Turrets platt gemacht? Ja. Okay. Also die eine Ecke. Drei, vier Stück. Ah, das geht noch. Ja, ja davon waren noch mal zwei mit Munition. Kommt davon, wenn wir mit der Rakete wieder veruffeln. Aber haben wir noch. Ja, also grundsätzlich passt die Munition schon, ne, aber. Abfeuern ist halt immer so ein Ding. Warte mal, Ente, wenn du mich killst, dann. Warum leuchtest du? Timer, ne? Weiß ich nicht. Ich hab ganz gerne gegessen. Wer leuchtet? Mach mal. Autsch. Von was bist du gestorben? Durch Ente. Oh nein, das ist die Krankheit. Das ist einer der Krankheiten. Und ja, ich hab's geklappt oder hast du 5 Minuten? Nee, ich hab keinen. Achtung, kann nicht spawnen. Warte mal, die sind im äußeren Ring. Ja, genau, die sind jetzt. Irgendwie hast du die Giftgranaten? Nein. Achtung! Ich hab kommt ein Raketenwerferschuss. Du bist tot. Oh, sorry, komm rauf. Geh nur runter. Wenn du willst. Ich hab nichts zum Schießen, ne? Ich muss erstmal da oben meinen Stuff machen. Captain, raus, Kloppner! Hier ist noch zu. Tot. Oh, Dreck. Ja. Base ist offen, aber as fuck. Ah, sie schießen nach oben, gleich haben sie die Cube. Oh fuck. Tut mir leid. Oh, ist das hier ein Clusterfuck gerade? Ja. Das war eine Cube. Wir wissen, wo unser Time Cube ist. Oh, ja. Er lebt noch! Er lebt noch! Ich schmeiß Stun. Ja, Stun! Stopp, wart! Jetzt bin ich betäubt! Mach gleich wieder auf, ich kann nicht so viele werfen! Ah, down. Down? Ja, alle, alle betäubt! Mach sie kalt! Alter, drin sind. Zubauen! Kann ich nicht. Granaten, Raketenwerfer. Nein, auf gar keinen Fall, da ist ein Q-Pack. Alter, was macht der? Ich bin voll betäubt. Jawohl! Nein, Vorsicht, hier ist noch einer. Da ist noch einer. Der hat sich nicht der hat den nicht weggesprengt. Oh, fuck. Krieg ich gerade reingedrückt. Okay, der Cube fällt. Eine Stun-Nate habe ich noch. Riss. Die war jetzt. Ja, okay, wir sind raus. Ah. Oh, das war eine geile Anstandslos. Boah, was für Abstauber, ey. Anstandslos aber halt. Was für Abstauber. Ich würde sagen, trotzdem GG, ne? Eigentlich nicht. Was haben die denn gemacht? Die haben es nur noch. Also, es braucht 4 Tribes, um uns zu raiden. Okay, jetzt schnell alles zusammensammeln und auf alle gehen, die wir finden. Ich hab richtig viel Stuff im Inventar gehabt. Ich lieg kurz vor der Base. Ja, ich hab dich gerade umgenietet. Das ist Rama. Egal, den nehme ich auch mit. Oh. Da hat mir gerade mal. Oh Gott, alles habe ich gepisst. Ich habe ja nur eine Base in den Moment, gesagt, aber egal. 5 Minuten Timer, wenn mich ein Teammate umbringt. Oh, Raumfahrer. Seht ihr noch da ohne? Geronimo. Moment, aber damit haben sie doch gerade zugegeben, dass sie Team, oder? Ich meine so grundsätzlich. Ganz grundsätzlich. Was habe ich denn alles? Alles außer Munition. Nice. Okay, ich habe mein Stuff. Ja, ich habe jetzt
anderen Stuff. Alter, ein 600% Brustpanzer einfach. Ich kein Problem mit. Ganz ehrlich. Oh, da ist noch ein drittes Paar von denen vor der Tür. Ich denke, wir machen ihn oh. weg. Oh, da ist nicht nur ein, oder doch? Da ist ein Stego, ne, zwei Stegos, ein Turret-Paraser, dahinter ist noch ein Paraser, ein Wolf, mehr sehe ich gerade nicht. Der hat keine. Das war eine Sprengung. Das war ich. Ente. Ich spreng mal ein bisschen mit, ne? Versuch. Mache ich überhaupt noch Schaden? Ich glaube nicht. Oh, warte mal. Mach doch die Turrets kaputt. Ja, ich... Ah, okay, Generator. Ich schieß mal ein bisschen drauf. Ja, Nutzilla, stimmt doch, oder? Oh mein Gott. Wer zur Hölle? Also. Warte, ich geh da. Oh ne, das ist einer von deren Stegos. Ich dachte schon, wir haben wieder Tiere. Ja, ich hab wieder Grip. Ich hab noch 30 Brandpfeile. Ich schieß dort mal beide Paraser gleichzeitig an, ne? Ich mach Feuerwerk. Hey. Eigentlich könnten wir jetzt hier spotten gehen, ne? Ja, jetzt. Naja, 10 Minuten hast du noch, zu aber Fuß. Mit welchen Tieren halt? Zu Fuß. Los. Also ich bin gerade besser aus. Nee, das war die Frage, echt zu Fuß. Warum nicht? Okay, ich hab keine Gatling. Guck mal, ob ich ein bisschen Leder finde und dann mache ich mir ein paar Falschen und dann gehe ich los. Und ich renne mit meinem 162er Pferd durch die Gegend. Wow, ja, dann geh mal ein bisschen. Ach komm, scheiß drauf, Falschen, das braucht man nicht. Jason. Was will ich? Nee? Ah. Ich hab grad selber vergessen, was ich wollte. Schießt das Paracea? Nee. Man sollte dem einfach mal sagen, dass er auch den Chat ausmachen kann. Soll ich jetzt schreien, dann brauchst du den Two Gods One Torch Filter? Nee. Das ist halt schon extrem komisch, dass von Two Gods One Torch die Feature stehen und von denen gekillt wird und dann auf einmal anstandslos reingegeiert kommt. Aber naja. War doch letztes Film eben gerade genauso, also. Ja. Solange ich bei Beam mitgespielt habe, schon immer so gewesen. Ist nie ganz eindeutig, ob jetzt irgendwer Teamverhalt immer, wenn mehrere Tribes angreifen, dann reißt du nicht unbedingt die ganze Zeit. Ja, klar. Kann dir mal jemand beschreiben, dass die doch zuerst rumgekreischt haben, dass wir Team? Wir revanchieren uns doch hier nur. Mach irgendwie null Damage mehr gegen nichts. Ich hab das Gefühl aber auch gerade. Doch, ich tue dich aber dran. Versuche jetzt nochmal, ob ich irgendwie diesen Rex da unten tot krieg. Oh, C4. Okay, lass mal gucken, was Two Girls on Standard Equip hat. 4 Rüstungssets, Revolver, Mastercraft, oh, Terrorbird Sattel. Okay. Lab mit 200 Damage, ja nein. Was ist denn hier unten alles noch rum? Ah, ein bisschen tot, Mann.
Der Rex ist halt auch immer von Skiller Killer. Jetzt ist es kein Rex mehr. So, wie lange habe ich noch? 5 Minuten. Moment, seit wann kann man 2 Attachments auf eine Sache machen? Ach ne, mein Fehler. Mehrere Art, 2 Attachments drauf gehabt. Alter, das Vieh geht mit down. Ich suche hier noch ein paar Leichen, vielleicht finde ich ja noch. Oh, da ist ein Terry von den unten. Okay, deren Revolver zieht. Zieht durch. Oh, da ist eine Leiche. Okay. Was habe ich jetzt aufbekommen? Ach, mein Loot. Okay. Ich würde mal sagen, da ist jemand getriggert. Ja. Boah, halten die Viecher viel aus, das glaubst du nicht. Von wem war denn das jetzt? Alter. 141 Rüstung. Ja. Was ist mit 141 Rüstung? Dann ihre Parat. Wir haben auch einen Brustpanzer mit 611, also. Hier ist sogar noch ein Terry von Tugel von Torch. Ja, habe ich schon versucht. Wer hat ein Equipment von euch? Ich. Nein. Scharfschütze ist da noch. Ja, vielleicht. Oh, diese, deren Tiere sind so brutal heftig. Das. Ja, warum nicht Gutes hier drin gelassen? Das, der Juti ist noch da. Die haben halt einfach alle springen lassen, weil sie eh nicht. Nein! Machen. Ah, da ist tatsächlich eine Base. Und welche ist es? Das ist Terry. Lol, das ist halt Skiller Killer. Was Ente, gehen wir auf den Beauty. So, ich habe hier Stego Anstandsdorf. Ich habe Stego Two Girls One Touch. Hey. Never Nuna stehe, also. Ja, die restlichen Features sind von Two Girls. Ja, hab ich schon ich hab vor die und ich bin fast. MB. Ja, ich finde es halt echt komisch, aber das Team Buchanan, nö. Naja. Ente. Oh mein Gott. Nix schreibe. So ein Verräter. Gehen mir gerade so auf und sagt, ihr fangt doch an, ihr fangt doch immer an. Habt ihr mal den Chat irgendwann jemals gelesen? Nein. Kackviecher. Wir sind jetzt ruhig. Würde den jetzt echt gerne noch schreiben? Nein, nix mehr. Ganz ehrlich, die fühlen sich gerade so überlegen, weil die meinen, uns argumentativ zu zerstören. Wollen sie doch bitte. Ich habe hier Aufnahmebeweise. Bevor sie bringen. Ganz einfach. Ja, und bringt doch nichts. Ja, aber ich hau doch so raus. Mal Entschuldigung bleibt. Ich habe hier klarer Beweis. Two Girls bearbeitet uns und anstandslos geht rein. Jetzt, Two Girls und Torch war ja drin und ist dann wieder rausgerannt. Ihre Tiere nicht langsam mal ja, abholen. Ne? Ja, wieso? Ich weiß nicht. Wollen sie mitgehen? Weitermachen? Okay, 3 Minuten noch. Was gehe ich jetzt zuerst? Aufs Terry oder auf den Yeti? Ich will Terry. So. Ich komme gerne meine Überlebenden.
Sechs Viecher halten so unendlich viel aus, dass der nicht mehr normal. Vor allem hat 141er Rüstung, Sattel und 30.000. Vor allem hat der Lack so Sattel überhaupt zur Grimbeere-Zeit. Wahnsinn. Du musst nur in die Höhle reingehen. Der Tropfen bitte bedeuten, ja. Ich meine, muss man denken, wer war das vorhin, der uns in der vorherigen Session angegriffen hat? Das war auch Two Girls, ne? Der Belzebufo, der Raptor, der Paracer, der irgendein anderes Tier noch, ich glaube Terizino war es, die hatten alle 150 plus. Und die selber haben eine Chitin Blueprint, also Brustpanzer mit 392 Armor. Wie lang noch? Gut oder so? Ende? Gut, dann machen wir treu dem Imperium. Okay. Ich bin soweit. Nee, schon Ende. Sind wir soweit? Ja. Jo. Alle? 3, 2, 1. Treu der Ente. Das macht er immer. Das war vor allen Dingen perfekt, oder? Nee, doch nicht. Boah, Alter! Wie ich fliege, das sieht klasse aus. Das sieht geil aus. Was habt ihr denn jetzt gemacht? Gegenseitig gebombt. Oh, wir haben eine Treue im Imperium, Creed. Und dann warte was. Ui. Er steckt an. Der kann nächste Staffel bei uns mal machen. Was? Anscheinend? Denk mal, ist wohl Voraussetzung, oder? Kann da mal einer sagen, was da steht? Anscheinend wird es in der Ledergruppe eine Punktestandstabelle geben. Was zur Hölle ist die Ledergruppe? Wo die ganzen Tribe-Leader drin sind, wo bald, ja, gesagt wird, wie wo was. Falls irgendwas kommen sollte. Jetzt ist er weg, oder nicht? Ja, weg, oder? Nee, weg. Ich weg oder weg? Ich werde sie immer als die Mimimi-Gruppe bezeichnet. Was wir? Oder was? Hä? Was ist denn, was ist denn Gruppe? Wir oder was? Nein, diese Leader-Gruppe. Nö, da wurde noch nie sowas geschrieben. Das ist immer nur auf dem Server so schlimm. Na, die eine Session war es schon ein bisschen. Oder doch. Ja, egal. Wo seid ihr? Seid schon alle runter vom Server? Todescreen. Oh mein Gott. Wie viel Leben hast du eigentlich? Ich überlebe 2 Rocket-Schüsse. Ach so. Das. Ich hab irgendwie nur so 200. Weil sonst ist alles gut. Ja, wo die Base gesprengt wurde, hab ich überlebt. Geronimo! Ja, jetzt nicht mehr. Ja, ich auch, weil ich von oben Stunts geschmissen habe. Oh, der hat noch alles abgeschaden. Wie viele wollen eigentlich? Vom Trap-Lock von der untersten. Kann ich nicht, weil mich der Sinn gewundert. Oh, hätte ich vom Server. Deine Schuld. Moment. Es war mir wieder eine Freude, mit euch zu zocken. Denken dran, Sonntag fällt aus. Wir sehen uns erst wieder am Donnerstag. Imperium over and out. Ciao, ciao. End. Wollt ihr nicht Tschüss? Servus.
Martini!